Das gesamte 18. Jahrhundert hindurch hat Großbritannien im Zeichen einer nie dagewesenen wirtschaftlichen, industriellen und sozialen Revolution gelebt. Sie brachte neue Produktionsweisen hervor, neue Maschinen und eine neue Klasse von Arbeitern, die im Dienst der Maschinen und ihrer Besitzer stehen. Ausgebeutet, unterbezahlt, ohne das Recht, sich zu organisieren, zu streiken oder zu wählen. Es sind Hunderttausende von Männern und Frauen, die nichts anderes besitzen als die Kraft ihrer Arme und den Wunsch, als vollwertige Menschen anerkannt zu werden. Waterloo in Belgien. Hier haben 1815 Großbritannien und seine Verbündeten über Napoleon triumphiert. Seitdem ist Großbritannien die größte Industriemacht der Welt und Belgien sein Brückenkopf auf dem Kontinent. Als Symbol dieser Verbindung krönt die Siegespyramide ein Löwe aus 28 Tonnen Bronze, gegossen in einem Stahlwerk bei Serrain nahe Lüttich, das von einem Engländer gegründet wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist Belgien das einzige Land in Europa, das das englische Modell vorbehaltlos übernimmt. Beide Nationen folgen den Lehren des Wirtschaftsliberalismus, der die Entwicklung großer Unternehmen mit mehreren tausend Arbeitern begünstigt. Ein Phänomen, das in Frankreich und in Deutschland noch die Ausnahme ist. In wenigen Jahrzehnten wird Belgien so zur zweitgrößten Industriemacht. Belgien, so heißt es, ist das Paradies der Kapitalisten und die Hölle der Arbeiter. Das Stahlwerk von Serrain 1840. Dasselbe Werk, eineinhalb Jahrhunderte später, Aufnahmen des Filmemachers Jean-Claude Rigard aus den 1980er Jahren. Die Hochöfen werden vor dem Hintergrund der Stahlkrise bis 2017 nach und nach stillgelegt. Von einer der größten Industrieanlagen Europas sind nur verrostete Gerippe übrig geblieben. Und die Erinnerungen der Arbeiter. Am Hochofen geht's rund. Du füllst die Materialien von oben ein, bis der Schacht voll ist. Dann gibt es alle möglichen Reaktionen durch die Gase, die sich bilden. Und wenn unten das Roheisen rauskommt, zeigt sich, ob alles geklappt hat oder auch nicht. Die Idealtemperatur ist 1480 Grad Celsius. Aber manchmal werden weniger als 1400 Grad erreicht. Das heißt, die Rohstoffe fallen nicht richtig aus. Das waren dann schwierige Tage. Ich weiß noch, wie du mir den Job erklärt hast. Du hast eine Art Karikatur eines Hochofens gezeichnet und gesagt, er funktioniere wie ein Magen. Wie ein Magen. Und dass die Geräusche wichtig seien. Ja, du musst auf das kleinste Geräusch achten, die ganze Zeit. Wenn da irgendwas verdächtig klingt, musst du sofort reagieren, weil es sonst eine Katastrophe geben kann. Wir hatten nicht jeden Tag was zu lachen, aber deine Einweisung gehört zu meinen schönsten Erinnerungen. Die Arbeit bei der Warmstahlproduktion, das ist was ganz anderes als bei der Kaltphase. Da geht es viel familiärer zu. Ich habe beides gemacht, warm und kalt. Du kannst jeden fragen und er würde lieber bei der Warmphase arbeiten. Sofort, die kämen alle gerannt. Ich weiß auch nicht, es geht eben herzlicher zu, familiärer. Natürlich gab es auch Spannungen, es war nicht immer alles rosig. Aber da gab es eine besondere Solidarität, mehr Zusammenarbeit, finde ich. Stimmt, bei der Kaltphase achtest du die ganze Zeit nur aufs Band. Das ist was ganz anderes.
Die Leute sind isolierter. Sie sitzen in ihren Kabinen. Wir dagegen? Wir mussten zusammenarbeiten. Aber nach den letzten Umstrukturierungsplänen waren wir eben zu viele. Also wurde entlassen. Das hieß, du wurdest vor die Tür gesetzt. Nach 30 Jahren in der Stahlindustrie. Und jetzt? Ich habe wieder Arbeit. Ich bin auf Logistik und Transport umgestiegen, mit 53. Also im Grunde nicht schlecht. Es gibt viele Jüngere, die keine Arbeit finden. Ich kann mich noch glücklich schätzen. Zurück in die Vergangenheit. 1886. Fotografien von Arbeitern desselben Unternehmens. Sie sind stumm. Wir wissen nicht, was sie denken. Keiner lächelt. Sie wirken erschöpft, vorzeitig gealtert. Egal ob Kinder, Lehrlinge oder jene, die keine andere Wahl haben, als weiterzuarbeiten, weil es für Arbeiter keine Rente gibt. Noch einmal 20 Jahre früher, 1868. Eine Galerie von Porträts entstanden im Auftrag der Direktion, die demonstrieren will, über welchen Reichtum an menschlichen Ressourcen das Unternehmen verfügt. Die Arbeiter posieren im Studio mit ihren jeweiligen Werkzeugen. Die Bilder zeigen uns, was sie tun, nicht wie sie leben. Sie hausen in den neuen Elendsvierteln der Industriestädte, wie hier in Glasgow, in ungesunden Ghettos, abseits der Blicke der begüterteren Klassen, von denen sie manchmal nur durch eine Straße getrennt sind. Heruntergekommene Häuser, deren Besitzer ohne Skrupel Wuchermieten kassieren. Die Spirale der Ausbeutung nimmt eine neue Wendung. Stefan Berger, Historiker. Etliche Häuser wurden von Fabrikbesitzern gebaut, andere von privaten Investoren. Aber die Idee war immer, so viele Arbeiter wie möglich in ein Haus zu pferchen, um gemäß der neuen kapitalistischen Logik auch aus Wohnungen Profit zu schlagen. Das Wohnen in der Stadt bedeutete auch eine neue Ernährungsweise, die nicht auf der Selbstversorgung durch Landwirtschaft oder auf landwirtschaftlichen Produkten an sich beruhte. Die Arbeiter deckten jetzt ihren Lebensmittelbedarf ausschließlich von ihren Löhnen. Und was sie kaufen konnten, war oft von geringem Nährwert. Der Wirtschaftstheoretiker Friedrich List beschrieb Mitte des 19. Jahrhunderts die Nahrungssituation armer Familien in Deutschland. Ich zitiere: Kartoffeln ohne Salz, eine Suppe mit Schwarzbrot, zur höchsten Notdurft geschmelzt, Haferbrei, hier und da scharfe Klöße. Diejenigen, welche sich schon besser stehen, sehen kaum in der Woche einmal ein Stück frisches oder geräuchertes Fleisch auf ihrem Tisch. Und Braten kennen die meisten nur vom Hörensagen. Ich habe Reviere gesehen, wo ein Hering an einem an der Decke befestigtem Faden mitten über dem Tisch hängend unter den Kartoffelessern von Hand zu Hand herumging, um jeden zu befähigen, durch Reiben am gemeinschaftlichen Tafelgut seiner Kartoffel Würze und Geschmack zu verleihen. Zitat Ende. Um 1830 ist das Elend der englischen Arbeiter so groß, dass sie ihr Schicksal mit dem der schwarzen Sklaven in den Kolonien vergleichen. Als das Parlament in London 1833 die Sklaverei im britischen Empire abschafft, protestieren einige mit der Begründung, es müssten zuerst die weißen Sklaven befreit werden. Und tatsächlich zeichnen sich Veränderungen ab. Die Arbeiter sind in den großen Städten mittlerweile derart zahlreich, dass sie nicht mehr ignoriert werden können. Ihre Masse, ausgebeutet, halb verhungert, unzufrieden und missachtet, macht Angst.
Es sind nicht die Barbaren aus dem Kaukasus oder den Tatarensteppen, die uns heute bedrohen, schreibt ein französischer Journalist. Es sind vielmehr jene in den Vororten unserer Industriestädte. Die moderne Gesellschaft wird an ihren Proletariern zugrunde gehen. Das ist keineswegs nur im übertragenen Sinne gemeint. Auch das Bürgertum wird durch die Epidemien bedroht, die in den Slums ausbrechen und gegen die soziale Schranken wirkungslos sind. Diphtherie, Tuberkulose, Cholera. Die monströsen Kinder der industriellen Revolution. In England machen radikale Zeitschriften wie Der Hüter der Armen die Lebensbedingungen der Arbeiter zum Thema. Inzwischen beschäftigen sich überall im industrialisierten Europa parlamentarische Kommissionen mit dem, was seither die soziale Frage genannt wird. Die feine Gesellschaft kann nicht länger so tun, als wisse sie von nichts. Aber in ihren Augen ist nicht das System schuld, sondern die Arbeiter. Rezepte gibt es viele. Es würde dem Arbeiter besser gehen, wenn er öfter in die Kirche ginge. Wenn er weniger trinken würde. Oder, so der britische Sozialphilosoph Thomas Malthus, wenn er weniger Kinder machen würde. Das würde das Angebot auf dem Arbeitsmarkt verringern und höhere Löhne nach sich ziehen. Die englischen Reformer wenden sich pragmatischeren Zielen zu. Vor allem der Beschränkung der Kinderarbeit, die Charles Dickens 1837 in seinem Roman Oliver Twist thematisiert. Es sind Zehntausende von Halbwüchsigen, die in den Textilfabriken und Bergwerken arbeiten. Die Schwächsten der Schwachen. Die liberale Wirtschaftsdoktrin sieht vor, dass sich der Staat aus der Beziehung zwischen Arbeitern und Unternehmern heraushält und geht von einem freien Markt aus, auf dem von gleich zu gleich verhandelt werde. Angesichts des Kinderelends ist diese These nicht haltbar. 1842 verbietet das Parlament gegen den erbitterten Widerstand der Unternehmer den Einsatz von Kindern unter 10 Jahren in Bergwerksstollen. Ein Sieg, der zum Teil der viktorianischen Prüderie zu verdanken ist, da die Hitze unter Tage Kinder und Erwachsene zwingt, halbnackt zu arbeiten. Zur gleichen Zeit erlaubt Großbritannien, wie stets dem Rest Europas voraus, als erstes Land die Bildung von Gewerkschaften. Streiks bleiben allerdings nach wie vor verboten. Bereits 10 Jahre zuvor, 1832, haben Sozialreformer und Arbeitervertreter eine Charta verabschiedet, die das allgemeine Wahlrecht fordert. Die Charta enthält auch den Entwurf für ein Wahllokal, das eine geheime Abstimmung ermöglicht. Die Petitionen der sogenannten Chartisten, mit denen sie die Zulassung von Gewerkschaften fordern, werden von Millionen unterzeichnet. Zu ihren Treffen kommen Hunderttausende. Die Bewegung entspricht dem Charakter der Industrie, die sie hervorgebracht hat. Sie wird das Bild der Arbeiterklasse als einer kompakten, homogenen Masse prägen, die nichts aufhalten kann. Aber bis weit ins 19. Jahrhundert hinein trifft dieses Bild nur für England und Belgien zu. Frankreichs Industrie dagegen beruht auf einem Netz kleiner Betriebe mit höchstens ein paar Dutzend Arbeitern. Und so wird in Frankreich lange daran festgehalten, dass es keine französische Arbeiterschaft gäbe. Als ob nur die Großindustrie imstande sei, Arbeiter zu produzieren. Eine These, die der Philosoph Jacques Rancière zurückweist. Meine Generation ist mit der Vorstellung groß geworden, die Arbeiterklasse sei eine faktische Realität. Da waren die Massen, die aus den Fabriken strömten. Es gab starke Gewerkschaften, Großdemonstrationen. All das fügte sich zu einem Bild, in dessen Zentrum die Fabrik stand, zu einer anscheinend stabilen Realität. Aber es gab auch Leute, die sagten, Moment mal, vor der Arbeiterklasse existierte immerhin noch etwas anderes, das Handwerk.
Als ich mit meinen Recherchen über die Jahre um 1830 begann, hieß es, aber das waren damals doch keine Arbeiter. Arbeiter waren Menschen, die in der Fabrik arbeiteten. Das war die allgemeine Vorstellung. Also versuchte ich es mit einem anderen Blickwinkel. Ich sagte mir, gut, es gibt keine Arbeiterklasse an sich. Natürlich lässt sie sich soziologisch definieren. Aber der Begriff hat auch einen symbolischen Gehalt. Voraussetzung für die Existenz einer Arbeiterklasse oder Arbeiterbewegung ist eine Schicht, deren Angehörige für eine Arbeit bezahlt werden. Sie ausführen, nach Hause gehen und am nächsten Tag wiederkommen. Wenn wir uns ansehen, wer die Arbeiter des 19. Jahrhunderts in Frankreich waren, dann stellen wir fest, dass sie aus sehr verschiedenen Regionen kamen und dass sich ihre Lebensumstände ständig wandelten. In einer Schrift des frühen Soziologen Henri de Saint-Simon zählt ein Arbeiter die Berufe auf, in denen er tätig war, und die sind höchst unterschiedlich. Und er sagt, dabei war ich ständig in Erwartung von etwas anderem. Das fiel mir auf und ich begriff, das Wort Arbeiterklasse ist eine Erfindung von Leuten, die etwas anderes erwarteten. In eben diesem vielschichtigen, fluktuierenden Milieu der französischen Arbeiterschaft entstehen einige der radikalsten Utopien des 19. Jahrhunderts. Da ist der Traum eines Charles Fourier, in dem jeder nur so viel arbeitet, wie er will. Und in dem Ehe und Familie durch eine neue Welt der Liebe ersetzt werden, die auf gegenseitiger Anziehung beruht. Da ist die Utopie von Étienne Cabet, der den Begriff Kommunismus prägt und Fourier höchst unmoralisch findet. Cabet propagiert stattdessen eine ideale Kommune der Arbeiter, in der allen alles gehört, bis auf die Frauen. Und in der nach seinen Worten Gleichheit im Überfluss herrscht. Oder Pierre Leroux mit seiner religiösen Philosophie des Fortschritts, die jeden Egalitarismus und Kommunismus verwirft und Respekt vor dem Privateigentum fordert. Dann Pierre-Joseph Proudhon, von dem der Satz stammt, Eigentum ist Diebstahl, und der auf friedlichem Wege eine Demokratie auf Gegenseitigkeit errichten will. Auguste Blanqui, der ewige Rebell, der an allen Revolutionen des 19. Jahrhunderts teilnimmt. Ein Leben zwischen Haftstrafen und Untergrund, ganz dem revolutionären Umsturz geweiht. Sein letzter Geheimbund trägt den poetischen Namen Die Gesellschaft der Jahreszeiten. Henri de Saint-Simon dagegen strebt anstelle der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein brüderliches Teilen der Wohltaten des Fortschritts und der Großindustrie an. Es gibt also alle möglichen Lehren, die den Arbeitern mehr oder weniger übergestülpt werden. Es gibt reihenweise Utopisten, die alle ihre Pläne zur Umgestaltung der Gesellschaft haben. Nur um sie zu verwirklichen, braucht es die Arbeiter. Das Spannungsfeld ist also sehr groß. Da wäre der sogenannte Saint-Simonismus, dessen Anhänger in gewissem Sinne die Vorfahren der Intellektuellen waren, die im Mai 68 in die Fabriken gingen. Sicher, die wenigsten von ihnen hatten wirklich dort gearbeitet. Aber es gab die Haltung, wir sind die Söhne der Bourgeoisie. Wir waren auf den Eliteschulen, wir sind Anwälte, Ärzte, aber wir wollen unsere Privilegien ablegen und dem Arbeiter begegnen. Und die Arbeiter waren fasziniert von dieser Geste, von diesen Leuten, die zu ihnen kamen, sich mit ihnen verbrüderten und eine Art Religion der Liebe predigten. Andererseits hatten diese Intellektuellen aber keine Lust, sich in die Armee der Industriearbeiter einzureihen. Daher rührte eine beträchtliche Spannung. Diese Leute wollten die Arbeiter befreien, emanzipieren, aber sie sollten natürlich weiter die gleiche Arbeit machen wie zuvor. Die Arbeiter schätzten durchaus das Interesse, das ihnen entgegengebracht wurde. Aber sie waren weit davon entfernt, sich der Disziplin und den Lebensregeln eines KB zu unterwerfen. Étienne KB gelingt es, 150 Männer und Frauen zu überreden, in den USA eine libertäre Gemeinschaft zu gründen, die er, so auch der Titel seines utopischen Romans, Ikarien nennt. Der Versuch einer gelebten Utopie hat, trotz aller inneren Konflikte, bis zum Ende des Jahrhunderts Bestand.
Während die Utopisten träumen, entsteht in Frankreich um 1830 eine neue Art von Literatur, die Arbeiterdichtung. Einer ihrer herausragendsten Vertreter ist der Schuhmacher Savinien Lapointe. Die neuen Dichter arbeiten tagsüber und schreiben nachts. Überraschenderweise ist ihre Sprache die der bürgerlich-klassischen Literaten. Das Arbeiterelend wird in Alexandrinern besungen. Wir mögen darüber lächeln, aber die Werke kommen an. Wie dieses Lied von Pierre Dupont, das schnell zur Marseillaise der Arbeiter wird. Nous dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Das Wir ist Ausdruck einer neu entstandenen gemeinsamen Identität, trotz aller Unterschiede in Status und Tätigkeit. Sie offenbart sich auch im öffentlichen Raum, in dem, was der Einzelne trägt. Der Kittel, der in Frankreich Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommt, kennzeichnet den Arbeiter, der Anzug den Bourgeois. Der Kittel wird oft mit aufgerollten Ärmeln getragen. Der Arbeiter will zeigen, was er verkauft, seine Arbeitskraft. Der Bürger dagegen geht von Kopf bis Fuß bedeckt. Noch bis 1848 ist der Zugang zum Park der Tuilerien für Kittelträger verboten. Aber mit der Ausweitung der Textilindustrie sinken die Preise für Kleidungsstücke. Viele Arbeiter legen sich einen Sonntagsstaat zu und kleiden sich an Feiertagen wie die braven Bürger. Die bürgerliche Jugend dagegen stellt sich jetzt unordentlich und unrasiert zur Schau. Arbeiter, die auch am Sonntag ihren Kittel tragen, so ein scharfsichtiger Polizeikommissar, seien zweifellos aufrührerische Gesellen. Aber das Tragen des Kittels als Ausweis einer Klassenzugehörigkeit bleibt ein typisch französisches Phänomen. Kein Londoner Arbeiter würde sich an Feiertagen auf die Straße begeben, wenn er nicht ähnlich gekleidet wäre wie sein Arbeitgeber. Englische und französische Werktätige haben jedoch etwas gemeinsam. Einmal in der Woche verweigern sie die Arbeit. Eine Tradition, die sich im 18. Jahrhundert verbreitete. Der heilige Montag ist ein zusätzlicher Ruhetag, den sie sich ohne groß zu fragen einfach genommen haben. In Deutschland ist es der blaue Montag, der den Karikaturisten reichlich Stoff bietet. Hier züchtigt die Ehefrau ihren faulenzenden und volltrunkenen Gatten. Hier nutzen Arbeiter den freien Tag, um den Erfindern der Arbeit eine Abreibung zu verpassen. Es sind Signale des Widerstandes gegen eine industrielle Ordnung, wie sie noch bis ins frühe 20. Jahrhundert praktiziert wird. Die Fabrikbesitzer legten enormen Wert darauf, in ihren Werken Regeln durchzusetzen. Das Fabriksystem sah eine strikte Taktung vor. Alles musste sich nach dem Rhythmus der Maschinen richten. Vom Arbeitsbeginn bis zum Arbeitsende musste alles exakt getimt werden. Die Pausen und sogar die Zeit, wenn jemand zur Toilette wollte. Kontrolle war das A und O. In einer Firma wie Krupp wurden schon Mitte des 19. Jahrhunderts eigens Leute eingestellt, die überwachen sollten, wie lange jemand auf der Toilette verbrachte. Natürlich versuchten die Arbeiter, dieses System zu unterlaufen. Sie blieben länger als nötig auf dem Abort, fingen nicht pünktlich an oder versuchten, sich mitten in der Arbeit kleine Pausen zu verschaffen. Manchmal sabotierten sie sogar die Maschinen. Wenn sie es wollten, hatten sie viele Möglichkeiten, dem Rhythmus der Fabrik, dem Takt der Maschinen, den eigenen Rhythmus entgegenzusetzen.
Ghislaine Tormos, Arbeiterin in der Automobilindustrie. Les gars attendent régulièrement une panne. Die Jungs warteten ständig auf eine Panne. Weil bei einer Panne, da kann ich Luft holen. Es gab sogar welche, die machten echt auf Voodoo, damit das Band endlich anhielt. Alles nur, weil sie die Schnauze voll hatten. Wenn das Band nicht anhält, dann heißt das 3 Stunden ununterbrochene Plackerei, bis du 20 Minuten Pause hast. 3 Stunden, das ist lang. Da ist die Erschöpfung, du hast Durst, ohne Kaffee geht's gar nicht. Heute hast du nicht mal das Recht, dir einen zweiten zu holen. Du hast genau 2 Minuten und wenn du nochmal gehen willst, musst du oben anfragen. Und wenn sie es nicht erlauben, bleibst du an deinem Platz. Donc si elle refuse, tu restes en poste. C'est pareil pour aller uriner. Mit dem Urinieren ist es das Gleiche. Du hast 2 Minuten und nur einmal alle 3 Stunden. Et une seule fois. C'est limite si on leur dit pas. Sollen die da oben doch mal versuchen, ihre Blase zu erziehen? Donc ils en sont là. Ça c'est nouveau quand même. Ça fait. Das kam vor vielleicht 8 Monaten raus. Peut-être 8 mois que c'est sorti. Ça c'est le directeur. Der Werksdirektor hat das verkündet. Qui a décrété que. Wie er das in seinem Büro macht? Keine Ahnung. Während die englischen Arbeiter zumeist auf legalen Wegen für ihre Rechte kämpfen, haben ihre französischen Kollegen einen ausgesprochenen Hang zu radikalen Maßnahmen. Ihre bevorzugte Waffe ist die Barrikade. Schnell errichtet mit allem, was gerade greifbar ist, das Abbild ihrer Schöpfer. Zwischen 1830 und 1871 ist die Barrikade das Symbol 3 großer Volkserhebungen. Die erste bricht am 27. Juli 1830 los. Die Arbeiter verbünden sich mit den bürgerlichen Republikanern und stürzen das reaktionäre Regime Karls X. Aber kaum fordern sie eine umfassende Sozialreform, da werden sie von der neuen Obrigkeit, den gemäßigten Republikanern, als verantwortungslose Kinder abgetan. Gut 1,5 Jahrhunderte später. Ein Funktionär der Kommunistischen Partei der CSSR spricht zu streikenden Arbeitern, die eine Demokratisierung des Regimes fordern. Žádné zemi, žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo.1829 veröffentlichte ein französischer Schriftsteller und Philosoph Pierre-Simon Ballanche einen Text über den Auszug der römischen Plebejer. Das Wichtige an diesem Vorgang war nicht, dass die Plebejer bestimmte Forderungen hatten, sondern dass sie als Wesen mit einer Stimme wahrgenommen werden wollten. Für die römischen Patrizier waren die Plebejer bis dahin nicht viel mehr als Tiere. Sie mochten grollen können, aber nicht sprechen. Aber die Plebejer bewiesen ihnen das Gegenteil. Sie demonstrierten mit einer ganzen Reihe von symbolischen Akten, dass sie sprechende Wesen seien. Der Text von Ballanche hatte damals großen Einfluss. Er nahm vorweg, was viele empfanden, die sich 1830 auf den Barrikaden von Paris oder im Jahr darauf in den Reihen der aufständischen Seidenweber von Lyon wiederfanden. Sie wollten gehört werden. Und sie sahen sich selbst sehr wohl imstande, über gesellschaftliche Fragen nachzudenken und an der Diskussion über die Zukunft teilzunehmen. Während der Juli-Revolution vermischen sich die Zeichen und die Klassen. Auf dem berühmten Gemälde von Eugène Delacroix trägt der Straßenjunge eine bürgerliche Weste und der Bürger eine Arbeiterhose. Der Arbeiter im Kittel scheint darauf zu warten, dass ihm Marianne endlich Gerechtigkeit gewährt. Aber nach dem politischen Erfolg der Revolution erzwingt das Bürgertum die Rückkehr zur alten Ordnung. Die machtlosen Arbeiter werden um die soziale Revolution betrogen.
18 Jahre später, Februar 1848. Die gleichen Bilder, ein neuer Anlauf. Bürger und Arbeiter stehen wieder Seite an Seite, stürzen die Monarchie des Bürgerkönigs Louis Philippe und rufen die Republik aus. Und auch diesmal erklären sich die Pariser Arbeiter bereit, die soziale Revolution auf später zu verschieben. Sie wenden sich von der roten Fahne ab und der Trikolore zu. Im Gegenzug werden die sogenannten Nationalwerkstätten eingeführt, die über die schwere Versorgungs- und Wirtschaftskrise im Gefolge der Revolution hinweghelfen sollen. Aber schon 4 Monate später schließt die Regierung die Werkstätten wieder und die hungernden Arbeiter greifen erneut zu den Waffen. Ihre verzweifelte Forderung: gebt uns Brot oder gebt uns Blei. Zum ersten Mal halten Fotografen einen Arbeiteraufstand mit der Fotokamera fest. Es ist der 26. Juni 1848. Als dieses Bild entsteht, wissen die Verteidiger der Barrikade im Faubourg du Temple noch nicht, dass der Aufstand gescheitert ist und sie zu den Letzten gehören, die noch Widerstand leisten. Eine zweite Aufnahme am frühen Morgen des folgenden Tages zeigt die Straße nach dem Sturm der Regierungstruppen. Die Soldaten massakrieren die Verwundeten, füsilieren die Gefangenen und zahlreiche Bewohner der anliegenden Häuser. 3000 Tote insgesamt. Tausende werden in Straflager verbannt oder nach Algerien deportiert. Ein hoher Preis für eine spontane Revolte ohne Führung und ohne Strategie. Gianni Marchetto als junger Arbeiter Anfang der 60er Jahre in den Fiat-Werken von Turin. Wenn Streik war, habe ich immer mitgemacht. Ich habe nie gefragt, warum gestreikt wird. Es war eben Streik, also gingst du hin. Wenigstens musstest du da nicht arbeiten. Ich erzähle dir eine Geschichte. Eines Tages kam ein Freund aus meinem Dorf vorbei, Biso, der Bruder von Moro. Er sagte: Komm mit. Ich: Wohin? An dem Tag war Streik, es war noch nicht Mittag. Ein bisschen Rabatz machen. Oh, klar. Wir nahmen die Straßenbahn und fuhren 2 Haltestellen bis Cascine Vica, dem Industriegebiet von Rivoli. Wir stiegen aus, liefen ein bisschen rum. Und auf einmal bückt sich Biso und hebt einen Stein auf. Und wir anderen, wir waren zu dritt oder zu viert, machten dasselbe. Wir wollten die Steine gerade werfen, da hörten wir hinter uns eine Stimme. Was macht ihr Schwachköpfe denn da? Seht ihr nicht, dass ihr auf die Fenster der Umkleideräume der Arbeiter zielt? Seid ihr bescheuert oder was? Wenn ihr schon Steine schmeißen wollt, dann zielt lieber dahin. Dabei zeigte er auf den Block, in dem der Boss seine Büros hatte. Dann ging er weg. An dem Tag habe ich etwas gelernt. Es geht nicht darum, einfach nur ein paar Steine zu werfen. Die jungen Leute von heute haben eine Menge Gründe, Steine zu werfen. Aber es kommt darauf an, die richtigen Fenster zu treffen. Die Barrikaden von 1848 waren nicht viel mehr als ein paar spontan aufgeschichtete Steine. Improvisierte Straßensperren, um das eigene Stadtviertel zu verteidigen. Unkoordiniert, ohne übergeordnetes Ziel. Sie hielten nur Tage stand. 1871 hat die Pariser Kommune die Lektion gelernt. Anders als es dieser sowjetische Film aus dem Jahr 1929 in revolutionärem Überschwang zeigt, sind die Barrikaden der Kommune sorgfältig geplant und in das gesamte Pariser Straßensystem integriert. Eine eigens eingerichtete Kommission überwacht den Bau und verbietet wilde Barrikaden. Die quasi militärische Disziplin kommt nicht von ungefähr. Zahlreiche Soldaten haben sich der Kommune angeschlossen.
Im September 1870 hat die Niederlage Frankreichs gegen Preußen und dessen Verbündete die Abdankung Napoleons III. Und den Sturz des Zweiten Kaiserreichs zur Folge. Die Pariser weigern sich, den Waffenstillstand zu akzeptieren und ihre Kanonen auszuliefern. Die neue republikanische Regierung flieht nach Versailles. In den 72 Tagen ihres Daseins überbietet sich die Kommune an symbolischen Gesten. Sei es die Übernahme der roten Fahne oder die Zerstörung der Säule Napoleons I. auf der Place Vendôme. Außerdem erlässt sie Dutzende von Dekreten, die zur Grundlage einer neuen sozialen Ordnung werden sollen. Dekret zur Erlassung fälliger Mieten. Dekret zur Trennung von Kirche und Staat. Dekret über kostenlosen Schulbesuch und Lehrmittelfreiheit. Verbot der Nachtarbeit in Bäckereien. Dekret über das Naturhistorische Museum. Über die Gründung eines Arbeitnehmerverbandes. Über einen neuen Markt an der Place Monge. Über die Organisation eines Konzerts zugunsten der Verwundeten und der Gefangenen. Donnerstag, dem 25. Mai 1871. Da sind die Regierungstruppen schon mitten in der Stadt. Die Rückeroberung der Stadt kostet 7000 Aufständische das Leben. Am Ende der blutigen Woche ist die Kommune zerschlagen. Nach den Massakern die Schmähungen. In diesen stereoskopischen Bildern wird die Kommune zu einem roten Höllentanz. Zu einer infernalischen Orgie von Dämonen, von Hexern und Hexen. Einige Jahre später erlaubt die Regierung den Besiegten, ihrer Opfer an der Mauer der Föderierten zu gedenken. Dort, wo auf dem Friedhof Père Lachaise die letzten Kämpfer der Kommune exekutiert wurden. Aber nicht einmal dieser Ort wird verschont. 1880 werden die Steine mit den Einschusslöchern abgetragen und am anderen Ende des Friedhofs als Hintergrund für ein Denkmal verbaut, das an die Toten der Gegenseite erinnern soll. Eine beredte Art, Opfer und Henker in einen Sack zu stecken. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signals et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux soleil au cœur. Die Kommune von Paris, die letzte große Revolution des 19. Jahrhunderts, bleibt ein Wendepunkt in der Geschichte des Arbeiterkampfes. Gefeiert von totalitären Regimes und hochgehalten von einfachen Aktivisten. Comunardo Tobia, Arbeiter im Stahlwerk Terni. Sono l'ultimo di sette figli. Forse è importante chiamarli per nome tutti, che sono di per se stessi una storia. Ribelle, vera spirita nova. Truth, new spirit. Vara, neuer Geist. Libero avanti. Frei voran. Pensiero. Denken. Ideale. Ideal. E comunale. Var und Comunade. Fratello fu battezzato sotto la bandiera rossa nel 1904, compare da... Urbinati. Una specie di cerimonia, il segretario di sezione avviava alla vita questo ragazzino con la bandiera, presenza della bandiera, non è che facevano le cerimonie, ok, l'augurio, una bottiglia di spumante o di vino, quello che c'era. C'è qualcosa nella cultura. Es gibt eine Eigentümlichkeit in dem Teil Mittelitaliens, der lange von der Kirche beherrscht wurde. Ich meine den Wunsch, der kirchlichen Dominanz alternative Rituale entgegenzusetzen. Zum Beispiel den Kindern bewusst nicht-christliche Namen zu geben. Und so wurden Söhne Ribelle genannt, Ideale oder Comunardo. Wir sprechen hier vom Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Bedeutung des Begriffs Proletarier. Ein Proletarier ist ein Mensch, dessen Kinder alles sind, was er besitzt. Seinen Kindern sozusagen proletarische Namen zu geben, war Ausdruck einer Identität, der Selbstbestätigung jener, die sonst nichts hatten. Und tatsächlich sind in diesen laizistischen Regionen Mittelitaliens, der Emilia, der Toskana, den Marken, Umbrien, solche alternativen Namen immer noch üblich. In Terni zum Beispiel gibt es Vornamen, die nicht notwendigerweise politische Anklänge haben, sondern einfach nur wegen ihres Wohlklangs gewählt wurden. Adamante, Orneore, da geht's nur um die Musikalität. All das ist Ausdruck einer in gewissem Sinne präsozialistischen Arbeiterkultur. In dieser Kultur spielen Feste eine große Rolle. Die Arbeiter feiern den Jahrestag der Pariser Kommune und vor allem den 1. Mai, der 1890 als internationaler Kampftag der Arbeiterbewegung zum ersten Mal begangen wird. Der 1. Mai wird in ganz Europa zu einem Tag der Massenkundgebungen. Sie werden verboten und unterdrückt. So wie 1891 im nordfranzösischen Fourmi, wo die Armee in die Menge schießt und 9 Menschen tötet. In Italien singen die Demonstranten die Hymne des 1. Mai zu den Klängen von Verdis Gefangenenchor aus Nabucco. Andere, weniger friedfertige Lieder feiern die großen Aufstände, wie jenen der Canuts, der Seidenweber von Lyon, die im November 1831 mit dem Ruf »Frei leben und arbeiten oder kämpfend sterben« in ihrem Viertel um die Rue des Croix-Rousses der Armee trotzen. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Tatsächlich wird dieses Lied erst mehr als 60 Jahre nach den Ereignissen von dem anarchistischen Chansonnier Aristide Bruant geschrieben, der sich von einem Gedicht Heinrich Heines aus dem Jahr 1844 inspirieren lässt, das einen anderen großen Aufstand zum Thema hat, den der schlesischen Weber. Auch ihre Revolte ist eine spontane Erhebung, geboren aus Hunger und Verzweiflung. Nach 3 Tagen voller Gewaltexzesse und Plünderungen hat die preußische Armee den Aufstand niedergeschlagen. Und auch diese Revolte hat ihr Lied. Hier in den Bildern eines deutschen Stummfilms aus dem Jahr 1927. Diesmal stammt es von den Webern selbst. Das Blutgericht. In der Form einer Predigt werden die Ausbeuter als Brut des Satans angeklagt. Aufstände und Lieder, die im Lauf der Jahre im kollektiven Gedächtnis der Arbeiterbewegung miteinander verschmelzen. In diesen Jahren notiert ein junger deutscher Exilant in London, kein einziger Arbeiteraufstand in Frankreich oder England habe einen derart bewussten Charakter besessen wie die Erhebung in Schlesien. Sein Name Karl Marx. Als er diese Zeilen schreibt, ist Marx nicht viel mehr als ein junger Revolutionär, der aus seiner Heimat fliehen musste. Aber die Theorien, die er in den folgenden Jahren entwickelt, werden die Geschichte der Arbeiterklasse für mehr als ein Jahrhundert bestimmen. Marx kritisiert die utopischen Ideen seiner Vorgänger
und propagiert einen streng wissenschaftlichen Sozialismus. Für ihn ist der Klassenkampf der wahre Motor der Geschichte. In diesem Kampf stehen die Bourgeois als Besitzer der Produktionsmittel dem Proletariat gegenüber, das nichts besitzt außer seiner Arbeitskraft. Die marxistische Lehre wird für viele zu einer regelrechten Religion, die die Erlösung der Arbeiterklasse zum Ziel hat. Da das Proletariat nichts zu verlieren habe, seien die Arbeiter die einzigen, die die Gesellschaft befreien und die Klassen an sich abschaffen könnten. Der revolutionäre Prozess, so Marx, sei unausweichlich und der Kapitalismus dazu verdammt, an seinen inneren Widersprüchen zu scheitern. Marx fasst seine Theorien im Kommunistischen Manifest zusammen, das er 1848 veröffentlicht. Ihre Verbreitung erfolgt nicht zuletzt durch die Internationale Arbeiterassoziation, die er 1864 zusammen mit anderen europäischen Sozialisten und Anarchisten gründet. Allerdings wäre Marx selbst beinahe die Mitgliedschaft verweigert worden. Die französische Sektion beharrt darauf, dass nur jene, die mit ihren Händen arbeiten, wahre Arbeiter seien. Nach etlichen Debatten darf jede nationale Sektion für sich entscheiden, ob sie auch Geistesarbeiter zulassen will und Frauen. . 1870 begrüßt Marx den deutschen Sieg über Frankreich. Für ihn ist er Ausdruck und Ergebnis des Wandels in einem Deutschland, das in gerade mal 20 Jahren aus einer Ansammlung vor allem ländlich geprägter Einzelstaaten zu einer großen Industriemacht zusammengewachsen ist. Sinnbild dieser Entwicklung sind die Kanonen von Krupp, die das belagerte Paris beschießen. Für Marx ist das neue deutsche Proletariat allen anderen überlegen. Und so sieht er, mit Vergnügen, wie er schreibt, die Verschiebung des Schwerpunkts der Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland voraus. Die Niederlage Frankreichs und das Scheitern der Kommune scheinen ihm recht zu geben. Am 23. Mai 1863 wird die SPD als Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein gegründet und als erste Massenpartei der Arbeiterbewegung mit bis zu 1 Million Mitgliedern zum Prototyp aller großen Parteien des 20. Jahrhunderts. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wird der Marxismus offizielle Doktrin der Partei. Sie heißt jetzt Sozialistische Arbeiterpartei, ab 1890 dann SPD. Sie zieht aus den Marxischen Thesen einen paradoxen Schluss. Da das Scheitern des Kapitalismus unausweichlich sei, bestehe keine Notwendigkeit für eine Revolution. Also reiche es aus, abzuwarten und für den Moment angemessen vorbereitet zu sein. Folglich müsse der Arbeiter respektabel werden. Das Ergebnis ist eine Annäherung an die kleinbürgerliche Lebenswelt bis hinein in deren schlimmste Geschmacksverirrungen. Das Bild der Arbeiterklasse innerhalb der Sozialdemokratie beruhte sehr stark auf der Differenzierung zwischen den verschiedenen Schichten dieser Klasse. Ganz oben rangierte das klassenbewusste Proletariat, dessen Vertreter allesamt Mitglieder der SPD waren, die in sozialdemokratischen Gewerkschaften und Verbraucherkooperativen organisiert sind, oder auch nur Mitglied im örtlichen sozialdemokratischen Fahrradverein, die ihre Zeit damit verbringen, sich weiterzubilden, um eines Tages den Kapitalismus zu überwinden. Unterhalb dieser Ebene gibt es eine ganze Reihe anderer proletarischer Existenzformen. Und die unterste ist das sogenannte Lumpenproletariat. Das sind Leute, die trinken, spielen, ihre Frau schlagen, die sich nicht um die Erziehung ihrer Kinder kümmern und die in den Augen der deutschen Sozialdemokratie die Mission ihrer Klasse verraten. Das Lumpenproletariat wies der russische Regisseur Sergei Eisenstein in den 20er Jahren fantasievoll karikiert. Der Begriff ist eine Erfindung von Karl Marx, mit der er das Scheitern der bisherigen Revolutionen zu erklären versucht.
Das Lumpenproletariat sei der Auswurf aller Klassen. Allzeit bereit, sich für reaktionäre Umtriebe kaufen zu lassen und die Bestrebungen der bewussten Proletarier zu sabotieren. Für die deutsche Sozialdemokratie hat dieses Bild den Vorteil, dass sich der wahre Arbeiter als überlegen empfinden kann. Der unglückliche Lumpenproletarier zieht alle Vorurteile auf sich, die das Bürgertum bis dahin mit der Gesamtheit der Arbeiterklasse verbunden hat. Dass die deutsche Arbeiterschaft komplexer ist, zeigt die Untersuchung des Soziologen Adolf Levenstein aus dem Jahr 1910. Er verschickt 8000 Fragebögen an Arbeiter der Metall- und Textilindustrie. Das Ergebnis? Die Arbeiter lesen Darwin, Marx, Nietzsche, die Bibel und Kriminalromane. Aber sie sprechen auch von ihren Lebensbedingungen und ihren Hoffnungen. Ich wünsche ein anderes, menschenwürdigeres Leben zu leben. Denn dieses Leben unterscheidet sich nicht viel von dem Leben eines Sklaven oder Lasttieres. Und da ich dieses andere Leben nur durch die Erringung der Freiheit bekommen kann, so wünsche ich nichts sehnlicher, als dass man endlich den Kampf für die Freiheit wagt. Und für diesen Kampf wünsche ich mir nur dies eine, lieber tot als wieder Sklav. Aber Fragebögen können nicht alles erfassen. Da veröffentlicht 1891 der evangelische Pfarrer Paul Göhre einen Bericht über seine 3 Monate als Fabrikarbeiter und Handwerksbursche und beschreibt ein Phänomen, das der Soziologe Alf Lüttke als Eigensinn bezeichnet hat. Es zeigt sich durch Bummeln bei der Arbeit, durch Aufnahmerituale für Neulinge, der Eimer Wasser über der Tür, Kleber im Schuh, der polnische Kuss. Ein kratzbärtiger Älterer reibt seine harten Stoppeln an der Wange eines bartlosen Jünglings. So absonderlich und grausam diese Rituale auch sein mögen, sie dienen der Aufnahme in die Gemeinschaft der Arbeiter. Thomas Lindenberger, Historiker. Das ist ein Eigensinn, der sozusagen sehr schwer zu expropriieren ist. Er ist unhintergehbar. Das ist ein bisschen die Idee dabei. Und die Idee dabei ist auch, dass das natürlich Momente sind, die das Leben können in einer solchen Position der Abhängigkeit ermöglicht, ein Stück weit diese Abhängigkeiten erträglich macht. Insofern, Eigensinn ist nicht automatisch identisch mit einer Haltung oder einer Taktik, ich sag mal, des gezielten Widerstands gegen das Herrschaftsverhältnis selbst. Nein, es kann auch die Ermöglichung des Lebens im Herrschaftsverhältnis sein und ist es meistens auch. Wenn sich das System nicht stürzen lässt, so bleibt doch die Möglichkeit, eine Parallelwelt zu schaffen. Die Arbeiter gründen Kooperativen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist die genossenschaftlich organisierte Selbstversorgung in Deutschland, England, Frankreich und Belgien bereits weit verbreitet. Anfangs geht es nur darum, Brot zu fairen Preisen anzubieten. Aber sehr schnell umfasst das Angebot auch andere Bereiche. Vorsorgeeinrichtungen, Cafés, Theater. Einige werfen den Genossenschaften vor, sie würden die Werktätigen vom Klassenkampf ablenken. Aber sie sind der Beweis, dass Arbeiter durchaus in der Lage sind, ihr Leben selbst zu organisieren. Auch die Gegenstände auf diesem Tisch sind Produkte einer parallelen Arbeitswelt. Keines von ihnen hat etwas mit einem Auto zu tun. Aber alle sind in einer großen Autofabrik entstanden, hergestellt mit den Werkzeugen und den Materialien der Fabrik während der Arbeitszeit. In Frankreich wird diese Tradition als Arbeit zur linken Hand bezeichnet, eine produktive Variante des Eigensinns. Robert Cosmon, ehemaliger Renault-Arbeiter. Von dem hier zum Beispiel wurden gleich mehrere hergestellt. Da war ein ganzes Team am Werk. Es ist ein kleiner Elefant aus 11 Teilen. Und der Schlüssel, der sie alle zusammenhält, sind die Ohren.
Das Lustige ist, die Fräse erlaubte nur rechtwinklige Stücke anzufertigen. Und ein Elefant aus lauter rechten Winkeln ist schon ein bisschen komisch. Aber da stecken mindestens 40 Stunden Arbeit drin. Ein Kumpel aus der gleichen Abteilung hat diese kleine Schubkarre gemacht, ganz aus Kupfer. Er hat sogar das Rad mit dem Hammer so hinbekommen, dass es praktisch ohne Widerstand läuft. Das hat etwas mit Selbstwertgefühl zu tun. Darum geht es bei diesen Stücken, sich selbst in etwas wiederzufinden, deine Persönlichkeit, deine Kreativität. Einfach gesagt, wenn du dein Messer oder deinen Besen reparierst, tust du etwas für dich. Du arbeitest für dich. Für mich liegt darin ein Stück Revolte. Du unterläufst die Regeln. Das trifft sogar auf Leute zu, die nicht militant oder in einer Gewerkschaft sind. Ich habe mal mit einem Portugiesen an der Fräse gearbeitet. Er hieß Pedro da Silva. Er war dabei, sich ein Haus zu bauen, und er hat alle Werkzeuge dafür, Schaufeln, Hacken, in der Fabrik gemacht. Ich kannte ihn gut, wir arbeiteten ja zusammen. Er wollte nie streiken, hat nie was gegen die Fabrik, gegen die Chefs gesagt. Aber wenn er mit seinen Sachen nach Hause ging, grinste er über beide Backen, weil er die Regeln unterlaufen hatte. Diese Art von Subversion hat zwei Gesichter. Es stimmt nicht, wenn Leute sagen, das sei ein bewusster Widerstand gegen die etablierte Ordnung. Oder im Gegenteil, es sei nur ein Kompromiss, weil es nicht wirklich etwas mit Klassenkampf zu tun habe. Nein, es geht einfach darum, dem System, dem Boss nicht vollständig ausgeliefert zu sein. Es kommt ganz darauf an. Wenn du morgens bei der Arbeit genervt bist, willst du eben dem Chef eins auswischen. So ist das Leben.